Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel mit dem Monatsorakel für die Krebse. Schauen wir einfach mal, was dieser Monat für dich, lieber Krebs, so im Gepäck haben möchte. Diese Legung könnte ebenfalls interessant sein für all die, die den Krebs im Aszendenten, im Mond oder in der Venus haben. Und wenn du aus irgendeinem Grund bei dieser Legung hängen bleibst, wird das wahrscheinlich nicht grundlos passieren. Wir fangen mal an, lieber Krebs. Um was geht es für dich in diesem Monat? Lass deine Träume wahr werden. Ja, das sagt sich manchmal leichter, als es in die Tat umzusetzen ist. Es geht für dich aber ebenfalls auch um das Thema Liebe annehmen. Und Liebe vom Außen anzunehmen, das fällt manchmal nicht so leicht, wenn man noch nicht in der Selbstliebe angekommen ist. Es gibt Träume, die du hast, die sich vielleicht auf einen bestimmten Menschen konzentrieren. Vielleicht gibt es da jemanden in deinem Feld, mit dem du gerne gemeinsame Sache machen würdest. Diese Liebe aber so anzunehmen, wie sie denn ist, mit den Höhen und Tiefen, damit könntest du in diesem Monat hin und wieder deine Schwierigkeiten haben. Manchmal fällt es nicht so leicht, Situationen auszuhalten, die unkomfortabel sind. Wir haben in unserem Leben gerne mal gelernt, vor unbequemen Situationen wegzurennen. Ich glaube, dass es aber manchmal wichtig ist, sich diesen Situationen zu stellen. Und ansonsten wird dieser Monat dich nochmal darauf aufmerksam machen, was wirklich für Träume in dir schlummern, was du selbst verwirklichen möchtest. Und wir schauen jetzt mal, welches Hauptthema dieser Monat für dich so im Gepäck haben möchte. Es gibt Dinge, die du betrauerst, bedauerst, denen du ja hinterher weinst. Das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an. Ich hätte auch noch gerne eine zweite Karte. Hat vielleicht Chancen gegeben, die du hast verstreichen lassen. Und das bedauerst du jetzt. Das ist sehr menschliches Verhalten. Nur ist es immer wieder wichtig, nicht zu sehr in der Vergangenheit rum zu hantieren, denn jeder Tag bietet eine neue Chance und jeder Tag bietet dir auch eine neue Chance, dein Potenzial an die Oberfläche zu holen, und du hast einen Auftrag in diesem Leben und der kristallisiert sich vielleicht im Laufe der Legung noch heraus. Viele, die mir zuschauen, sind selber sehr spirituell oder haben eine gute Intuition, und diese Tools, die man dir damit in die Wiege gelegt hat, die möchten an die Oberfläche kommen, und da wird in dir im Juni wahrscheinlich ein Ruf laut werden, der nicht mehr zu überhören ist. Also deshalb möchte die Legung dir mitteilen, nimm dir die nötige Ruhe, um einfach auch mal zu erspüren, was deine Seele wirklich braucht und möchte, jetzt auch mal unabhängig von anderen Menschen. Ich glaube, Selbstliebe ist das große Stichwort für dich in diesem Junimonat, und die Hauptenergie, die dich da unterstützt, ist die Königin der Münzen. Du bist ein Mensch, der sich schon zu großen Teilen selber treu bleiben möchte. Du bist aber auch ein Mensch, der materielle Sicherheit braucht. Ja, wer braucht die nicht? Ja, es gibt Menschen, die brauchen die nicht so. Die vertrauen einfach darauf, dass zur richtigen Zeit das Richtige vom Himmel fällt. Dafür braucht es eine gute Manifestationskraft. Ich muss mal eben gerade gucken. Du bist ein Mensch, der sehr bodenständig ist, aber auch häufig sehr gutmütig. Und diese Gutmütigkeit, die möchte manchmal von einigen Menschen ausgenutzt werden, aber ausgenutzt werden kann man nur, wenn man sich ausnutzen lässt, und das Gefühl von sich ausnutzen lassen, das ist noch was, das stammt aus früheren Zeiten, da darf das innere Kind nochmal befragt werden, wann dieses Gefühl überhaupt entstanden ist.
Dir wird in diesem Monat aber auch eine Frau an die Seite gestellt, die eine gewisse Art von Weisheit in sich trägt und es empfiehlt sich, da mal genauer hinzuhören, das nicht direkt so vom Tisch zu wischen. Das heißt nicht, dass du das, was diese Frau dir flüstern wird in diesem Monat, genauso eins zu eins übernehmen musst, aber da könnte jemand in dein Feld kommen, ja, die dir was zu sagen hat und die dich auch auf eine Art und Weise berät. Ein guter Beistand ist für dich. Ich nehme jetzt mal die Kipperkärtchen und wir schauen mal etwas genauer, was dieser Monat dir so bringen möchte. Das ist natürlich nur eine grobe Übersicht als Tendenz und da es eine allgemeine Legung ist, kann es sein, hoppala, ja, das ist Rapunzelchen. Ich bin manchmal was wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber so bin ich einfach, da stehe ich auch zu. Es hat Menschen in dein Feld gegeben, die sehr an deiner Energie gezogen haben. Und es war wohl in der Vergangenheit auch so, dass du dich körperlich, ja, nochmal auf dem Boden nicht so wirklich fit gefühlt hast, ausgelaugt, ausgebrannt, erschöpft. Obwohl du dir sehr viel Mühe gegeben hast, dass diese Gemeinschaft eine funktionierende Geschichte wird. Aber dir ist jetzt bewusst geworden, dass all die Mühe und Arbeit im Grunde nur dazu geführt haben, dass es dir am Ende damit nicht wirklich gut geht. Ich habe so vage das Gefühl, es könnte sich hier um das Thema Liebe an sich handeln. Menschen, mit denen du sehr verbunden warst, das können natürlich auch Familienmitglieder gewesen sein, die dich ziemlich eingespannt haben und dich irgendwann als selbstverständlich angenommen haben. Und das hat dazu geführt, dass dein Körper dir vielleicht in den letzten Wochen gesagt hat, boah, es ist alles so schwer. Ich hätte gerne noch drei weitere Karten, bitte Spirit. Jetzt im Juni wird es Zeit, aufzubrechen in fernere Horizonte, echt mal zu gucken, was wünschst du dir für dein Leben. Du wünschst dir nämlich grundsätzlich eine Veränderung und dazu ist es hier, wie es aussieht, notwendig, dass du Personen, die eben immer wieder deine Kräfte überschritten haben, weil du es auch zugelassen hast, aus deinem Feld eliminiert werden. Ja, und du anfängst, deine Träume zu verwirklichen. Da hat es schon erste Schritte gegeben, aber du hast da irgendein Projekt fallen lassen aus dem Grund, als dass andere Dinge dann wichtiger waren für dich. Und der Juni bittet dich im Prinzip darum, dich nochmal wirklich auf dich selbst zu fokussieren, dich selbst als wichtigsten Menschen anzusehen. Bei manchen kann die Mutter da einen ordentlichen Einfluss gehabt haben und dieses Mutterthema, ja, das hat dich halt eben eine lange Zeit im Leben begleitet. Und ich habe den Eindruck, du wirst gerade eingeladen, dieses Ahnenthema so ein bisschen zu unterbrechen, Dinge anders zu machen, als deine Mutter es getan hat. Und es kommt jemand auf dich zu. Es kann ein männliches Wesen sein, es ist auf jeden Fall ein Gegenüber, weil in den Legungen sind die Frauen die Fragensteller, also die Zuschauer. Und wenn sich ein Mann zeigt, dann ist das meistens, es sei denn, kommt mir was anderes ins Öhrchen geflüstert, ein Gegenüber, mit dem du zu tun hast. Und dieses Gegenüber wird eine Kommunikation starten, die dir zeigt, wie wertvoll du bist, wenn du es selbst noch nicht weißt. Und diese trüben Gedanken werden im Juni der Vergangenheit angehören. Ja, kann sein, dass da jemand ist, der mit dir gemeinsame Sachen machen möchte. Jemand, mit dem du sehr verbunden bist. Jetzt geht mir die Kehle zu. Das bedeutet, auch für dich ist wichtig, wahrhaftig zu kommunizieren. Also scheu dich nicht, ehrlich zu sein,
zu deinen Menschen in deinem Umfeld, weil manchmal braucht es diese klare Kommunikation. Ich nehme noch eine Doreen Virtue-Karte mit, die dir noch sagen möchte, oh, es kommt eine hohe Zeit auf dich zu. Also all das, was du da durchlebt hast, was ein bisschen schwer war, das wird sich am Ende auszahlen. Eine Hochzeit ist die Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe, gegenseitigem Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu erhalten, geliebtes Wesen. Ne? Kann auch sein, dass hier eine Partnerschaft nochmal wichtig wird, wo du schon gedacht hast, da kannst du einen Strich drunter machen. Und die Raben möchten dir jetzt mitteilen, da kommt es schon. Die Raben sagen dir, öffne deine Augen und nimm die gefüllten Hände wahr, die sich dir entgegenstrecken. Du darfst nehmen, schicke deinen Stolz über die Grenze. Na, manchmal ist man ja auch zu stolz, wenn man was gesagt hat, da ein Stück weit wieder zurückzurudern. Lass da aber immer dein Bauchgefühl sprechen. Achte auf den Klang einer Stimme, auf die Mimik, die diese Stimme begleitet. Und jetzt im Moment ist es aber für die meisten wichtig, mal zur Ruhe zu kommen und sich wieder zu erden und die Probleme einfach mal loszulassen, weil diese Trauer zieht dich immer wieder in eine niedrige Schwingung. Klar sind wir manchmal traurig und das darf auch zugelassen werden. Nur der Rat dieser Karten ist, versuch nicht allzu lange in dieser schweren Energie zu bleiben, fokussiere dich aufs Hier und Jetzt und lass deine Träume wahr werden. Aber dazu ist es erstmal wichtig zu wissen, wovon man träumt. Ich bedanke mich an der Stelle für deine Zeit. Freue mich, wenn du diesen Kanal auf deine Art und Weise unterstützt und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.